Wir haben Gäste auf der Couch, wir haben zwei, drei spannende Gäste, die uns zugeschaltet werden. Und ich starte ein bisschen mit einem Hallo sagen an unsere Gäste hier im Studio. Wir sind quasi in einem Studio, in einer Ecke, in einer Kneipe, wo gerade ein großes Poetry Jam stattfindet. Und Tamara, wir kennen uns seit 24 Stunden ungefähr. Ich bin auf Reisen und bin momentan auch in Oulu gelandet, schon zum zweiten Mal. Ich war schon mal hier im Oktober, bin dann in der Zwischenzeit mal nach Lappland hochgefahren, in Norden, und bin jetzt wieder auf der Rückreise. Und jetzt, you are here. You are an Oulu person and you are something really, really special. Tell us who you are. Hi, I'm Abo. I'm 20 years old and have lived here in Oulu for all my life. And I am a professional air guitarist. Oulu is the home of air guitar. We have the air guitar world championships. Was seid ihr? Was ist? Oh, ihr habt sogar ein Lagerfeuer dabei. Ja, das ist ein Campfire. Lagerfeuer. Das ist ja mal richtig gut. Wunderbar. Wow. Und ihr seid die Nordic Family. Was macht ihr? Wo seid ihr unterwegs? Jetzt habt ihr schon lange keine Reise mehr nach Skandinavien machen können. Seid ihr unterwegs? Was ist euer nächstes Ziel? Also ich bin Sprecherin aus Akkord. Was ist euer nächstes Ziel? Wir sind in Potsdam hier und träumen natürlich gerade sich vom Norden. Und die Kinder sitzen fast jeden Morgen am Frühstückstisch und sagen, wir haben so eine Sehnsucht nach dem Winter in Skandinavien. Stimmt doch, oder? Ja. Wir wollen Skifahren. Wir wollen Schnee. Und es war tatsächlich die letzten Jahre ja immer eine Tradition, dass wir im skandinavischen Schnee auch Weihnachten oder Silvester oder beides gefeiert haben. Und gerade vor einem Jahr habe ich ja im Eishotel gearbeitet und danach kam die Nordic Family hoch nach Kiruna und wir haben dort dann Weihnachten in Schwedisch Lappland und an der Grenze zu Finnland später Silvester gefeiert. Schön. Ah ja, jetzt bin ich groß drauf, genau. Ja, guten Abend aus der Nähe von Frankfurt. Tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, hier in diesem Studio sitzen wir öfter mal. Ich sage einfach mal, gib Biss, Prost in die Runde. Gib Biss. Höllöken, Köllöken, Höllöken, Köllöken, sagt man hier. Schönes Bier. Ja, auf einen schönen Abend, würde ich sagen. Ich habe ein Tuch, weil ich warte auf meinen Sauna um 9 Uhr. Das kommt von Westfinnland. Wohl. Jura Distillery. Ja, ich glaube, das ist von Oppori. Yeah, so I'm an American, or now an Amerifin, and I've lived in Finland for some 16 years now, and I am a serial entrepreneur, and I've done a lot of different things, from starting a business in artificial intelligence to starting a Mexican Tex-Mex restaurant. We will do air guitar now, guys. And after the air guitar session, if you really want it, I'm not so sure you really want it, we will go back and we will really unleash a secret what Jason really is very, very famous about in Finland, if not in the world. Finland's answer to the world. Very good exercise. Okay, again, and you think I can do it? For sure. How do I do? You lose all your sense of shame. You become careless. You don't care about the people here. Okay, I don't care about the people in the Zoom meeting. No. Okay. You just let loose, man. All right, I'm letting loose, man. Okay, then.
Here, you don't see him normally because he is the polar bear in polar bear pitching. He's the guy, he's traveling the world, or at least Scandinavia. He would travel the world also a little bit, yeah. So he is in a costume. The costume is right now in a logistics center, and we don't have it here. Otherwise, you would sit here and sweat a little bit. Tell us what polar bear pitching is. Sure. So polar bear pitching is an event where people get an opportunity to share their ideas with almost no limitations. So they're able to share them without a time limit, without any restrictions. There's only two rules. One is you can talk as long as you want and the investors are happy to hear you, which is not much of a rule, but important to know. But number two is the real important one, and that is that you have to pitch from something called an avanto, which is a hole cut in the Baltic Sea that you have to hop in and talk. An ice hole. And as long as you're in that hole, you can talk as long as you want. There's no limitations. Uh-huh. It's fantastic. You go into ice cold water and you're allowed to talk as long as you can. Yeah. So Wow. And you are our ambassador for kayaking for the Stockholm Archipelago. When will we see you live again? From the archipelago? Well, you might see me live maybe tomorrow or some other day. Maybe not tomorrow, but I'm going to make another live event when I'm out doing winter kayaking, because I have 5 new kayaks out there and 2 dry suits. So I'm going to try to take people out and do some winter kayaking. Drei Sachen in Oulu. Polarlicht. Im Winter auf dem Meer spazieren gehen. Mehr Polarlicht. Weil im dritten Jahrzehnt auch schon. Hier, ich bin Fotograf, ich mache Fotoreisen und möchte es Leuten ermöglichen, das Polarlicht zu sehen und festzuhalten, wenn es geht. Also mit der Kamera, nicht mit den Händen. Genau. Ja, das ist bei uns hier im Garten. Hallo aus Dänemark. Es ist ein bisschen frisch, aber es geht durchaus. Also wir haben es uns hier hügelig gemacht. Und durch Matthias sind wir jetzt angeregt worden, hier noch ein bisschen in Action zu kommen. Oh, was? Du hast Feuer. Ihr seid klasse. Wow. Also ich weiß nicht, ob ihr die Musik auch hören könnt, aber wir haben uns eine dänische Band ausgesucht hier. Hoppala. Und ja, das ist eine dänische Tradition, Stockbrot zu machen. Das Rezept ist heute online gegangen. Genau, Rezept ist online. Und es gibt also hier überall, wo es also so Schälte gibt, oder es gibt auch viele Grillplätze hier in den Wäldern. Da gibt es überall auch Feuerstellen, richtig? Teilweise mit Feuerholz, das von der Gemeinde, von der Kommune gestellt wird. Wo man einfach hingehen kann, sich ein bisschen Feuerholz nehmen und dann draußen im Wald in der Natur Stockbrot machen. Wir waren, wie gesagt, auf den höchsten skandinavischen Summits. Und wir haben tatsächlich auch ein echtes Feuer angemacht. Zwar nicht draußen, sind doch ein bisschen Warmduscher-mäßig drauf, aber immerhin Kaminfeuer. Und ich habe mich in den Lopi geschmissen. Das ist vor dem Kamin richtig heiß, aber ich dachte mir, es ist angemessen. Hey, I can't stop my feet. Every knee and every ear dancing in the street. Hey, because of you. The words in that crazy, crazy show.
Hi, jeg heter Laura, ich er Tyskalart, er taler Tysk. Das heißt, hallo, ich bin Lara, ich komme aus Deutschland und ich spreche Deutsch. Website, Polar Bear Pitching. Yeah, polarbearpitching.com. You can see all of our previous stuff, just like a Polar Bear Pitching on YouTube. And check out what we do. It's pretty cool. So much better, but yeah. You can find me on YouTube. Aapo Rautio. Some of my performances, especially the ones from the Finland's Got Talent, are there. Yeah. Aapo Rautio is now in there. This is the song from the hockey championships. Everybody, come on. How do you start this? Den glider in. Den glider in. Den glider in. Den glider in i mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta guld igen. Oh, 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 oh. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta guld. Hylands ordom lever kvar. Här alla tjänglägen känner er har. Där pucken glider i mål. Har du hört publikens vrål? Den glider in, den glider in. Den glider in i mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta guld igen. Vot juoksevat. Takka meitä lämmittää. Glöki hieman hämmentää. Koristellaan joulukuusi. Metsän tuoksu niin kuin uusi. Joulupuuru tuoksuu jo. Juodaan yksi lonkero. Sitten lahjat annetaan. Kuusen alle kannetaan. Lockdown hetkeksi unohtuu. Koko perhe mukaantuu. Laulu on niin ihana. Ja joulunakin, jo joulukinkku maistaa saa. Juhlallinen tunnelma. Kyllä tästä uutta voimaa saa. Kaikille onnea, tsemppiä ja rauhaa. Toivotan teille. Hei kaikki. Oli todella mukava iltaa teidän kanssanne ja joo, toivon, että nähdään joskus taas. Kanske på norsk også. Det var en veldig bra kveld med dere, og takk for at de har vært her. Und auf Deutsch, es war ein sehr schöner Abend mit euch. Ich bedanke mich, ich fand es richtig gemütlich und spannend, eure ganzen tollen Beiträge zu sehen. Und ich habe einfach nur mega Heimweh jetzt nach dem Norden und freue mich schon drauf, dann bald auch mal wieder da sein zu können. Und natürlich, ja, auf die nächste Gelegenheit, auf so einen nächsten schönen Abend wie heute. Es würde mich sehr freuen. Ich hatte Spaß. Und ein Gast war auch noch in der Warteschlange am Anfang, aber ich befürchte, sein Handy hat versagt oder beziehungsweise die Batterie. War vielleicht alle, weil es vielleicht zu kalt war. Und dieser Gast, der stand in Jukkasjärvi in der Eisbar. Sluka, der Art Director vom Eishotel, der hätte uns auch gerne noch durch die Bar geführt. Und ist als Panelist jetzt hier auch gerade nicht mehr zu sehen. Ganz schade. Am Anfang habe ich ihn noch kurz gesehen. Da stand er mit seiner Mütze da rum draußen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt gerne auch am Eishotel wäre, um einfach mitzubauen und mit kreativ zu sein. Deswegen war das ein Beitrag, auf den ich mich auch sehr gefreut hätte. Aber in Gedanken sind wir einfach da, reisen in Gedanken zu den Hunden, zu den Eishotels dieser Welt, zu den Eisblöcken und dem vielen, vielen Schnee. Ein paar Hunde. Kiruna Haske ist mit uns. Dobri, könntet ihr eure Kamera anmachen?
Do we have a signal? Ich komme mir vor wie bei den Eurovision Song Contest von vor ein paar Jahren. We need your points. 12 points. Wir brauchen ein... Also Dobri, wir machen jetzt... genau, wir hören euch gleich und wir brauchen noch ein Bild von euch. Danke allen Künstlern. Inken, Lara, Andrea, Diuso, René, niemanden vergessen. Wer war noch da? Und Alexander natürlich, der ist schon wieder weg. Herzlichen Dank. Schönen Gruß aus Oulu, seid lieb, schlagt und schönen Abend auch zurück nach Schweden hier vom Hartmund. Schönes Fest euch allen. Seid uns gediegen und skandinavien.live grüßt ganz, ganz lieb. Heute aus Oulu, morgen aus Kuopio und dann wieder aus Stockholm oder wo auch immer wir gerade rum sind. Wir sind unterwegs. Bis bald und nächste Woche, nächstes Jahr versprechen wir uns, uns zu treffen in Skandinavien. Gerne? Seid ihr dabei?